Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein vom 6.5. Jo, auswählbare Stile beim Überholer. Kennen wir schon neue Items, Felsenbrecher und Cole. Wir fangen auf der linken Seite an. Dazu haben wir bereits ein Video gemacht. Das wird jetzt oben verlinkt in der rechten oberen Ecke. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie die Noten von euch derzeit sind. Wenn es euch interessiert, wie ich diese Items benotet habe, dann könnt ihr oben auf den Link klicken, geht direkt zu dem Video. So, jetzt gucken wir erstmal hier rein. Das ist das hier. Da haben wir hier die Guardians X 3,64 von 5 bei 22 Votes. Achso, ja genau, wir haben ja komplett, ich habe komplett vergessen, das hier mal wieder einzublenden. Wie sieht es momentan aus? Wir haben 1782 Love It's, 1748 It's Meh und 2565 Hate It's. Also, bedeutet also ungefähr gleich viele von euch mögen den, finden okay, aber der Großteil von euch findet den Shop scheiße. So, also, wir lassen das mal unten eingeblendet. Ja, die Guardian 6 war das für 500 V-Bucks. So, dann haben wir das Star-Lord-Outfit und da gucken wir mal hier rein. Da haben wir momentan ein Voting von, 3,97 von 5 bei 58 Votes. Ja, 12 Reminders. Dann haben wir das Tanzduell. Auch dazu haben wir ein separates Video. Da habe ich den kompletten Spin von Herrn sofort durchgespielt. Tanzduell finde ich ziemlich nice. Auch dazu die Noten in dem anderen Video. Und Dance Off hat 4,42 von 5 bei 43 Votes am 30. April 2019. Das ist mal drin gewesen. Elf Reminders. Das für 500 V-Bucks. So, dann haben wir hier die Milano. Ein mega geiler Gleiter für 1200 V-Bucks. Auch dazu könnt ihr oben im Video schauen. Milano hat hier 4,59 von 5 bei 32 Votes. Hammerteil. 6 Reminders. Also das Ding ist echt mega krank. Dann sind wir auch schon durch mit dem Set hier. Dann geht es hier zu der Black Widow. Da haben wir zwei Styles. Einmal blond und einmal rothaarig. Red Hair. Wobei ich sagen muss, Red Hair gefällt mir in dem Fall hier tatsächlich besser als Blondie. Auch dazu oben in der rechten Ecke das Video zu der Black Widow. Könnt ihr euch auch da gerne anschauen. Wir gucken jetzt einfach mal, wie sich die Noten von euch zur Black Widow entwickelt haben. So, gucken wir mal. Hier haben wir 4,42 von 5 bei 59 Votes am 25. April 2019 das erste Mal drin gewesen. 21 Reminders. So, dann haben wir hier diesen Biss der schwarzen Witwe. Mega geile Picke. Klicken wir da mal drauf. Das Ding ist echt krank. Biss der schwarzen Witwe. Hier haben wir Bite oder Widow's Bite heißt das Ding, genau. 4,35 von 5 bei 31 Votes. Für 800 V-Bucks Widow's Bite. Dann haben wir Widow's Pirouette. Auch hierzu haben wir ein separates Video, wo ich den kompletten Spind durchgespielt habe. Für 200 V-Bucks. Das ist Widow's Pirouette. Und Widow's Pirouette ist da. Hammer Noten dafür für der Teil. 4,12 von 5 bei 33 Votes. Ein Reminder. Gut. Dann sind wir hier auch schon durch bei diesem Set. Jetzt kommen wir zu dem Rennfieber. Und das Teil ist natürlich auch mega krank. Auch hierzu habe ich ein Video schon bereits gemacht. Auch in der oberen Ecke verlinkt. Das ist der Rennfieber. Whiteout hier 4,2 von 5 bei 66 Votes. Am 17. August 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 9 Mal.
179 Reminders, das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. So, das war der Rennfieber. Jetzt kommt der Overtaker. Auch mega geiler Teil. Gucken wir mal da, wie sieht es hier mit den Noten aus. Hier haben wir 3,9 von 5 bei 70 Votes. Ja, 9 mal 171 Reminders. Weiße Bö oder auch White Squall heißt das Teil. Hammer, Gleiter, mega fett. Hier White Squall haben wir derzeit 4,07 von 5 bei 28 Votes, 29 Reminders. Für 1200 V-Bucks der White Squall. So, und jetzt kommen wir zur rechten Seite. Wir fangen an hier mit dem am Wasser gebaut Emote. Den finde ich persönlich mega krank. Also, wie oft ich den schon gespielt habe, ganz ehrlich. Wenn der Herr sofort tatsächlich mal gestorben ist vor mir oder auch umgekehrt, wenn ich gestorben bin, hat es der Herr sofort gespielt. Das Ding finde ich mega nice. Für 200 V-Bucks kriegt am Wasser gebaut von mir 9 von 10. Kann man immer mal gebrauchen. So, und das ist dann hier Waterworks heißt das Teil. Und Waterworks hat hier 4,31 von 5 bei 16 Votes. Am 18. Januar 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 9 Mal mit 147 Reminders. Das ist schon echt nice. So, dann haben wir diese Goldschuppen. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Das finde ich sieht eigentlich ganz nice aus. Hier mit der Kanone. Ja. Das sieht nicht nice aus. Das sieht auch nicht nice aus. Das war gut hier mit dem Schwarz-Gold. Geht einigermaßen. Ja, hier die Sniper ist jetzt nicht so wirklich der Bringer. Diegel in Gold. Ah! Also da habe ich inzwischen schon Bögen Skins gesehen oder Bögenlackierungen, die deutlich viel besser aussahen. Also Goldschuppen kriegt von mir 5 von 10 für 500 V-Bucks. 500 V-Bucks für Goldschuppen? Ne, dann kriegt das von mir 4 von 10. Das ist, finde ich, ist ein bisschen zu krass für das Teil hier. Da haben wir 2,17 von 5 bei 6 Votes. Am 6. April 2019 das erste Mal drin gewesen. Ja, seitdem zweimal 17 Reminders. Dann haben wir die Spee-Spezialistin. Oder Recon Specialist müsste das Ding heißen. 1200 V-Bucks. Ja, ist halt Spitzer Skin. Ist ganz okay. Jetzt nicht so der Oberbringer, aber ist in Ordnung. Kriegt von mir 6 von 10. Der Recon Specialist. Und da sind wir hier bei 3,96 von 5 bei 57 Votes am 26. November 2017 das erste Mal drin. Wir sind im 37 mal 116 Reminders. Wahnsinn. Jo, dann sind wir beim Popsternchen und das Ding finde ich schrecklich. Oh, Ich gehe mich vergraben bei dem Ding. Ich gehe mich einfach nur vergraben. Ist mir alles zu buntig mit dem Regenbogen und Bling Bling und was weiß ich. Und ach Gott, Popsternchen kriegt von mir. Oh, ich weiß, es ist ein Kultteil. Ah, komm, ich gebe ihm halt 7 von 10. Und Star Power hat hier. Was haben wir denn da? 4,33 von 5 und die Kamera hat mich nicht mehr. 21 Votes. So, dann bin ich jetzt wieder da. 15 Mal drin gewesen, 114 Reminders. Für 800 V-Bucks für das Teil. Uah. So, jetzt sind wir bei dem neuen. Ja, bei der neuen Picke angelangt. Das ist der Felsenbrecher. Und. Das ist ein Drillbohrer. Erinnert mich irgendwie an den Drill Sergeant. Aus einem anderen Spiel.
Felsenbrecher kriegt von mir 5 von 10. Wie hört sich das Ding an? Keinen besonderen Effekt, aber ja gut. Das ist der Rockbreaker. Und der Rockbreaker hat hier 2,75 von 5 bei 4 Votes. Ja, so toll ist das Ding auch nicht. Für 800 V-Bucks das Ding. So, und dann kommen wir zu dem neuen Skin. Das ist der Cole. Ja, ist ein Grubenarbeiter. Um eine Batterie hat er am Helm. Warum auch immer die Batterie am Helm ist. Keine Ahnung. Macht jetzt nicht wirklich viel Sinn. Sieht auch nicht wirklich prickelnd aus, das Teil. Ja. Der Grubenarbeiter kriegt von mir 4 von 10. Ich finde den nicht so toll. So, was haben wir denn da momentan? Das ist hier der Cole. Ja, auch von euch nicht so tolle Noten. Und da haben wir 2,17 von 5 bei 6 Votes. Ja. Jo, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Guy. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Ich freue mich auf euch.